Versicherungen gelten vielfach als old school und nicht mehr cool. Alte Menschen haben noch eine ganze Menge davon, die Jungen möglicherweise nur noch die Autoversicherung. Und in der Versicherungsbranche ändert sich jetzt auch eine ganze Menge. Der typische Berater stirbt möglicherweise aus. Es wird ganz, ganz viel digitalisiert. Man geht ins Internet, man agiert online. Godehard Laufköter von der Hanse Merkur. Was verändert sich in Ihrer Branche gerade sehr eklatant? Ja, das, was für die Versicherungsbranche gilt, das gilt sicherlich auch für die anderen Branchen wie Banken, was wir heute auch im Teil schon in Vorträgen gehört haben. Wir haben in Versicherungen ein ganz, ganz besonderes Produkt. Das Produkt hat in etwa den Charme wie das Ausfüllen einer Steuererklärung. Und insofern muss man sagen, es sind Produkte, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Es sind keine Kaufprodukte. Ich sage dazu, es sind Produkte mit einem sogenannten Low Engagement. Der Kunde kann nicht sagen, dass der Kunde sich für diese Produkte nicht interessiert, aber er ist wenig engagiert. Insofern sucht er natürlich, was die Informationen betrifft, im Netz. Und hier liegt eben auch die Chance, auch für unsere klassischen Versicherungsvermittler. Wir sind natürlich interessiert an Kunden, die hier ihren Wunsch nach einer Beratung abgeben. Das sind sogenannte Leads. Und da gerade im Bereich langfristiger Versicherungsverhältnisse, in der Krankenversicherung, in der Lebensversicherung, Altersvorsorge, Pflege, da ist der Kunde nach wie vor nicht bereit, sich die Themen selbst zu erschließen. Und das ist dann wiederum das große Spielfeld für unseren klassischen Außendienst, der dann diese Leads nimmt und nutzt, um eine Kontaktaufnahme hier an den Kunden vorzunehmen. Also wir sagen hier zu diesem ganzen Bereich auch Robo-Effekt, der ist ja auch bekannt, also Research online und Purchase offline. Und das hat nach wie vor im überwiegenden Maß Gültigkeit. Wir haben vor 4 Jahren seitens der Hanse Merkur Versicherungsgruppe agiert und haben einen eigenen Vertriebsbereich gegründet, den Online-Vertrieb, und der kümmert sich eben um die Direktabschlüsse mit sicherlich einer steigenden und zunehmenden Bedeutung. Das heißt, es bleibt erstmal beides. Sie haben die klassischen Berater und Sie bieten aber auch an, dass man von zu Hause mit ein paar Klicks für sich selber sorgen kann und selber etwas abschließen kann. Heißt das, dass in Ihrem Hause zum Beispiel sich auch die Prozesse innerhalb des Hauses dadurch verändert haben? Die Prozesse innerhalb des Hauses und beim Vermittler ändern sich. Es gibt Produkte, wo zum Beispiel der Gesetzgeber sagt, die müssen abgeschlossen werden. Bestes Beispiel ist die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und da ist es so, die meisten Bundesländer legen hier die Pflicht auf, ähnlich wie im Kfz-Bereich, dass solch eine Versicherung abgeschlossen werden muss. Also überall da, wo der Gesetzgeber sagt oder der Verbraucherschutz das sehr, sehr zwingend empfindet, ist auch die Bereitschaft da, das im Netz nicht nur sich zu interessieren, sondern auch Abschlüsse zu tätigen. Wir sehen das auch in der Reiseversicherung ganz, ganz deutlich. Auch das wird ja empfohlen, neben der gesetzlichen Krankenversicherung zum Beispiel die Auslandsreisekrankenversicherung zu haben. Kfz-Versicherung wird mittlerweile stärker online abgeschlossen als offline. Und dann wird es, ich sag mal, halt immer etwas komplizierter und komplexer. Da schlägt, wie gesagt, die Stunde der klassischen Vertriebswege, aber die Prozesse haben sich auch dort sehr, sehr stark geändert, die Beratungszeiten deutlich verkürzt, die Kunden sind viel, viel ungeduldiger, auch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten werden genutzt, wie Online-Beratung, Videoberatung, all das sind ja Themen, die der klassische Vertriebspartner, Versicherungsvermittler oder auch Schließlichkeitsagent vorhalten muss heutzutage, wenn er denn auch, ich sag mal, auf der Höhe der Zeit bleiben will. Aber wer das tut, wer das hat, der hat nach wie vor ganz, ganz gute Möglichkeiten und gute Chancen. Es gibt eine Menge Bewertungsportale im Internet für alles Mögliche, natürlich auch für Versicherungen. Ignorieren Sie die als Haus oder gehen Sie damit eher offensiv um? Wir gehen damit sehr, sehr offensiv um. Ich sagte ja vorhin, wir haben seit 4 Jahren den Online-Vertrieb gegründet. Meine Aufgabe ist es eben auch, die Vergleichsportale zu betreuen, und wir arbeiten gerne mit den Vergleichsportalen zusammen und strengen uns auch an, dass wir hier in den Ratings und Rankings ganz, ganz oben sind, also was Preis, Leistungs-, aber auch Kundenservice betrifft. Und das hilft natürlich auch dem Vermittler vor Ort, denn wenn er sagen kann, das sind die gleichen Produkte und das ist die Strategie unseres Hauses, dass also jeder Vertriebsweg, egal ob wir den Maklervertrieb bedienen, ob wir den Ausschließlichkeitsbetrieb bedienen oder ob wir jetzt das Thema auch online vorhalten, es sind die gleichen Produkte, die wir allen zur Verfügung stellen, aber bei den Online-Vergleichsportalen, da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen, und da strengen wir uns an, um also auch hier möglichst ganz, ganz oben positioniert zu sein. Und das ist das Produktportfolio, was eben unseren klassischen und, ich sag mal, Offline-Kollegen eben auch letztendlich gut tut. Herzlichen Dank für diese Information, das Gespräch. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank.